Nur wer von den Besten lernt, kann auch zu den Besten gehören. Lernen Sie von den Top-Persönlichkeiten in unserem Land in The Young Leader Circle Podcast. Dem Podcast für High Potentials und aufstrebende Führungskräfte. Mentored bei Industriellen Vereinigung. Herzlich willkommen an einem wunderschönen Nachmittag auf der Alten Donau. Es ist wahrscheinlich der letzte schöne Tag, den wir dieses Jahr hier filmen können. Ich möchte euch begrüßen zum Young Leaders Circle Podcast und freue mich sehr, dass ich Andreas Bierwirth begrüßen kann, CEO von Magenta. Herzlich willkommen, schön, dass du gekommen bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir würden gerne ein bisschen über deinen Werdegang erfahren und wie du in diese heutige Position gekommen bist und auch reden, welche Herausforderungen es im Thema Führung gegeben hat für dich. Aber vielleicht kannst du mal beginnen, mal so deinen Werdegang den Zuhörerinnen und Zuhörern zu schildern. Puh, wenn man über 50 ist, wird das ganz schön lang. Da kann ich den ganzen Podcast über den Werdegang reden. Ich glaube, jetzt ganz kurz gemacht. Ja, genau, ganz kurz. Ganz kurz, im Prinzip hat das sehr viel mit Passion zu tun. Wobei ich zuerst eine Banklehre gemacht habe, dann BWL studiert. Immer neben dem BWL-Studium, auch neben der Promotion als Pilot quasi, als Berufspilot, freiberuflich geflogen. Darüber dann quasi Menschen kennengelernt, zu Eurowings gewechselt. Das war sozusagen der Beginn meiner beruflichen Tätigkeit. Dort ein Unternehmen aufgebaut, die heutige, die nicht mehr existierende Germanwings, die jetzt ja wieder Eurowings ist. Von da über die Lufthansa-Gruppe irgendwie zur Auer gekommen. Ein paar Jahre, 4 Jahre hier in Wien, bei der Auer mich sehr wohl gefühlt. Und danach einen Wechsel gemacht aus der Industrie raus in die Telekommunikation, wo ich jetzt seit 9 Jahren Magenta in Österreich leiten darf. Das ist ein sehr interessanter Werdegang, da gibt es viele Brüche. Auf den letzten werden wir dann am Schluss eingehen. Ich möchte mal noch am Beginn zugehen. Wie ist das in Deutschland? Wie macht man nach dem Abitur? Wie macht man eine Lehre? Weil in Österreich ist das anders. Wie bist du dazu gekommen, zur Deutschen Bank zu gehen und dort zu sagen, ich mache jetzt 2 Jahre eine Banklehre? Tatsächlich hat die Lehre in Deutschland ein komplett anderes Image. Also gerade bei den Kollegen, mit denen ich studierte, die BWL studieren wollten, haben doch, ich würde sagen, 20-30% eine Banklehre zuvor gemacht oder andere Lehrberufe im kaufmännischen Bereich. Und das war üblich. Und ich glaube, jetzt für mich persönlich, hat dieser frühe Kontakt zur Praxis zu einer nachträglichen Beschleunigung des Studiums geführt. Okay. Weil man doch mit vielen Dingen was anfangen konnte. Und insoweit hinterher sich im Studium entsprechend leichter getan hat. Aber welche Gelegenheiten gibt es da? Man macht diese Lehre, macht man mal für 2 Jahre oder? Die macht man, wenn man eine Matura hat, für 2 Jahre. Für 2 Jahre. Und wie geht's dann? Dann entscheidet man sich, was mache ich weiter? Bleibe ich in der Bank oder gehe ich studieren? Ja. Und häufig bieten Banken dann ja auch oder andere Firmen Trainee-Programme an. Okay. Berufsbegleitendes Studium, wo du internationale Praktika machen kannst. Also das war auch bei mir. Die Deutsche Bank hatte ein Studentenbetreuungsprogramm. Man konnte dann halt Studentenpraktika in diversen Fachabteilungen machen. Das war ein Thema, was natürlich sehr, sehr interessant war. Okay, dann hast du dich entschlossen zu studieren. Ich glaube in Münster, habe ich gesehen, BWL, dieses Studium absolviert. Der nächste Bruch oder was wir vielleicht nicht so selbstverständlich sehen, wie kommst du dazu, dass du die Pilotenausbildung gemacht hast, die ja auch, glaube ich, herausfordernd ist? Hat es da was gegeben in deinem Umfeld oder? Ja, das war irgendwie gar kein Bruch. Als Kind war ich ein brutaler Luftfahrt-Nerd. Ich glaube, ich hätte zu Wetten, das gehen können und den Lufthansa-Flugplan auswendig gekannt. In jungen Jahren, mit 14 Jahren mit Segelfliegen begonnen, sodass ich eigentlich sehr damit spekuliert habe, Pilot zu werden. Und es waren eigentlich meine Augen, die in den jungen Jahren noch nicht, quasi ich hatte noch nicht die Qualität, meinen Berufspilotenschein zu machen. Okay. Das hat sich ja später ergeben. Da war ich dann aber schon zu alt, um wirklich mit dem rein piloterischen anzufangen. Okay. Da wäre ich ein sehr alter Pilot geworden. Und insoweit habe ich es immer nebenberuflich gemacht. Also das war Passion. War Passion. Okay. Aber in der Tat, ich bin, glaube ich, nach Münster gegangen, weil Münster war die Brücke aus, es ist nah bei meinem Hobby, bei den Flugzeugen, die ich flog in Dortmund. Und es hat trotzdem noch einen hinreichend guten Ruf als Universität. Ja. Also ich war vor 2 Wochen dort, das ist eine echte Fahrradstadt, also 100.000 Einwohner, 100.000 Studenten, glaube ich. Ja, sehr ähnlich zu Graz. Ja. Okay, also du bist nicht Pilot geworden, aber du hast ganz einfach den Weg ins Management von Fluggesellschaften gesucht aktiv oder hat sich das ergeben? Das hat sich eigentlich, und das ist so auch eine Quintessenz, man fragt sich ja, wie funktioniert das mit der Karriere? Manchmal muss man das Leben einfach auf sich zukommen lassen und ich glaube,
diese Ziele, die man sich setzt, ist wie eine Art Leuchtturm, die einen eine Richtung gibt. Aber man muss nicht zwingend glauben, dass das die Richtung ist, die man beibehält. Es kann plötzlich sein, dass man an der Kreuzung steht, die nur kommt, weil man eine Richtung hatte. Aber dann sagt, ich biege nach rechts ab und ich gehe ganz woanders hin. Also ich glaube, du brauchst einen Leuchtturm für Orientierung, ja. Aber du brauchst den Leuchtturm nicht, um ihn zu erreichen, zwingenderweise. Also war die erste Station, glaube ich, Eurowings. Ja? Genau. Und dann ist der Weg weitergegangen. Ja. Was mich interessiert, wird Unternehmenskultur. Aus dem Lufthansa-Konzern zu Auer, das würde mich interessieren. War das ein großer Sprung? Ich meine, du hast dich anscheinend in Österreich wohlgefühlt, weil du bist noch immer da. Also es muss gepasst offenbar. Haben. Offenbar lag es nicht am Standort. Nein. Hat es Unterschiede gegeben, auch im Management? Also ganz viel. Wobei ich da tatsächlich den Sprung bei der Germanwings machen muss. Bei der Germanwings waren wir aus einem mittelständischen Unternehmen im Ruhrgebiet, eben aus der Eurowings. Das war immer unterschätzt. Wie kann man in Nordrhein-Westfalen eine Low-Cost-Airline gründen? Und von daher wurde es nicht wirklich ernst genommen. Wir kamen als Underdog und hatten eine tolle Opportunität, mit einer neuen Marke sozusagen in den Markt zu starten. Und das Unterschätzte, das ist gar nicht schlecht, weil du so ein bisschen Startup bist, so ein bisschen von hinten kommst und sehr dann nach vorne umso mehr stoßen kannst. Bei der Lufthansa ist was anderes. Die Lufthansa hat das Riesenglück, in frühen Jahren ein System aufgebaut zu haben, was total brutal nachhaltig stabil ist. Egal, ich will nicht sagen, egal was du machst im Management, das wäre unfair, aber die Substanz des Drehkreuzes ist so groß durch den Scale, dass du auch in Frankfurt, genau, und später auch München, dass das System einfach eine andere Struktur hat als in Wien. Und die Lufthansa hat Erfolg gehabt. Und mit dem großen Erfolg hast du auch eine Kultur des Erfolgs gehabt. Also eine hohe Selbstüberzeugung. Das, was man macht, tut man richtig. Und wenn ich da zur Auer gehe, was sehr leid tut, weil die Mitarbeiter bei der Auer sind hochmotiviert, die sind hochqualifiziert, aber die Firma hat ganz selten Erfolg gehabt. Das war eher wie so ein Delfin-Stil. Man kommt hoch und dann taucht man wieder Jahre ab, um wieder kurz hochzukommen. Und wenn du dann denkst, jetzt hat man es geschafft, dann kommt auch noch Pech dazu. Ja. Und das ist so ein bisschen, was natürlich die Kultur der Firma geprägt hat und was einfach für jedes Management, was dort reingeht, eine brutale Herausforderung ist, die Mitarbeiter hinter sich zu sammeln und zu sagen, ich bin bereit, in die nächste Veränderung zu gehen. Ich kann mich erinnern, du warst im Vorstand in den Jahren, wo die letzte Finanzkrise war. Wie war das für dich? Wie hast du das damals wahrgenommen? Wir haben jetzt ja wieder die Pandemie, eine nächste, wahrscheinlich noch schwierige Krise für die Luftfahrt. Mhm. Aber wie war das damals für dich? Also ich habe so einen Hattrick gehabt. Die erste Krise war der Ölpreis. Die Ölpreiskrise für die Luftfahrt, der war unfassbar hoch. Und das hat dazu geführt, dass die Auer nicht mehr alleine überlebensfähig war und wir einen Privatisierungsauftrag bekommen haben. Unmittelbar nach dem Kauf kam dann die Finanzkrise, die hat dazu geführt, dass der Eigentümer sagte, hey, ich habe eigentlich die Auer gekauft aufgrund der Osteuropa-Funktion, aber jetzt bricht Osteuropa zusammen. Das heißt, du hast plötzlich ein Thema gehabt, dass das Kaufrational weg war. Das war gar nicht so einfach. Und ich glaube, das ist etwas, was bis heute so als Makel ein bisschen mit der Firma schwebt. Und wir haben dann nach Alternativwegen gesucht, unter anderem nach Nahost. In meiner Zeit war die Auer im Nahen Osten wie in Syrien die größte Airline, die größte ausländische. Und ich habe dann auch noch die Nahostkrise erlebt. Dass genau da, wo du von Osteuropa hin bist, das auch noch zusammenbricht. Aber das ist das Pech der Auer, weil du bist so klein, du kannst das nicht abfedern durch andere Regionen. Und gleichzeitig sind Krisen eben für die Luftfahrt normal. Wenn gleich die Corona-Pandemie, glaube ich, die ungleich größte ist, die man je gehabt hat, weil einfach das Ende auch nicht absehbar war. Oder ist. Bei den anderen Krisen war es vorbei nach 2 Jahren. Du hattest andere Märkte, die wieder schneller gewachsen sind. Und jetzt weißt du nicht, wohin, weil es global ist und wahnsinnig viele Fragezeichen auf der Luftfahrt lasten. Das ist richtig. Ich würde jetzt gerne übergehen zum Thema Magenta. Du bist, ich habe das gelesen in deinem Profil, du bist schon 9 Jahre dort. Da kann ich mich erinnern, wie du diesen Sprung gemacht hast, aus der Luftfahrt heraus zu Magenta. Weiß ich schon, dass mich einige gefragt haben, ein spannender Wechsel von Luftfahrt in die Telekommunikation. Hast du das auch so wahrgenommen als großen Change oder war das für dich ganz einfach wieder das Nächste, was sich ergeben hat? Nein, das war ein absolut großer Change aus mehreren Gründen. Andererseits eine andere Industrie, die kann man hinterfragen und lernen. Ich glaube, Telekommunikation ist für einen Airliner erlernbar, wenn man nicht arrogant reingeht. Zum anderen natürlich war der persönliche Druck dann noch hoch, weil du bist raus aus der Airline. Die Auer war jetzt nicht gerade ein Track-Rekord, wo man jetzt überbordend glänzt nach. Das heißt, die Mitarbeiter fragen sich, wieso kommt denn da jetzt einer,
der bei der Auer war, zu uns und löst plötzlich unsere Probleme, die wir selbst in den letzten Jahren nicht haben lösen können. Das heißt, du hast auch da keine Glaubwürdigkeit bei den Mitarbeitern und es macht eher Angst bei den Mitarbeitern, dass plötzlich einer kommt, der einen retten soll, jetzt bei der T-Mobile, der selbst keine Ahnung hat. Und das war, glaube ich, ein Spezifikum und mir selbst auch klar war, puh, wenn das jetzt scheitert, dann Auer war jetzt nicht goldig beendet als Projekt und dann wird die T-Mobile vielleicht auch nicht goldig beendet, dann wird es halt auch eng in der Führung. Also das heißt, ein persönlicher Druck, ein Erwartungsdruck, eine Unsicherheit, das war der Beginn. Okay. Also wir nehmen als Konsumenten oder natürlich als Industrie auch wahr, dass natürlich Magenta sehr erfolgreich gewachsen ist in diesen letzten 10 Jahren. Also ich weiß ja nicht jedes Problem, aber das heißt, wie hast du das gelöst? Weil das Unternehmen aus meiner Sicht oder wie wir das wahrnehmen, steht sehr gut da. Also du musst vieles richtig gemacht haben in diesem Moment. Ach ja, ich glaube, also erstmal, viele Dinge sind einfach immer zu entscheiden. Das ist bei allen, das war auch bei der Auer so. Und dann hast du Glück und ein Pech. Und manchmal ist das Glück mit den Tüchtigen, manchmal auch nicht. Und das war genauso, wie ich gerade einen Hattrick an Krisen hatte, war eben mein erstes Jahr eigentlich auch bei der T-Mobile sehr, sehr glücklich, weil der Markt sich in Österreich konsolidierte, ja. Der Wettbewerb reduzierte sich etwas und wir konnten relativ schnell eine erste Stabilisierung erreichen. Und das war etwas, was natürlich dann mir das Vertrauen gegeben hat, der Mitarbeiter, das Vertrauen des Eigentümers. Und wir es einfach durch gute Arbeit geschafft haben, aus diesem Momentum eine Positivspirale durch richtiges Tun, durch richtiges Team nach oben zu kreieren. Und ich glaube, eins ist immer wichtig, das gilt für jeden, du brauchst halt ein super Team. Wenn man sich seiner Schwächen bewusst ist, dann es ist ja nicht schlimm, weil keiner ist ja perfekt, dann brauchst du halt ein Team, was deine Schwächen kompensiert. Und viele fürchten sich, glaube ich, vor dem guten Team. Hast du dein Team aussuchen können damals? Ja, hast du gesagt, also, ich möchte ein paar Leute mir selber aussuchen können? Und wie bist du da vorgegangen? Nein, ja und nein. Die ehrliche Antwort ist nein, aber dann doch der zweite Teil ja. Warum? Weil ich habe beispielsweise den Finanzer gewechselt und das war nicht einfach. Da hat dann mein Konzernchef, der heutige Konzernchef gesagt, wieso, der war doch immer der Braveste und der Loyalste. Willst du den unbedingt wechseln? Und wenn ja, dann gebe ich dir einen, dem ich vertraue. Da musst du einen nehmen, den ich vertraue. Ich habe gesagt, weißt du was, das will ich ja. Ich will einen nehmen, den du vertraust, und zwar den allerbesten und den größten Querkopf, einen, der aufbricht. Und den haben wir dann zusammen erarbeitet. Der kam und das war einer meiner Erfolgsfaktoren am Anfang, dass ich jemanden hatte, der das Geschäft wahnsinnig gut beherrschte und die Kraft hatte, Strukturen aufzubrechen. Und natürlich insoweit war das einer meiner Glücksgriffe sozusagen zum richtigen Team. Und der hatte das Vertrauen, weil wenn ich jetzt mit Problemen gekommen wäre und tatsächlich bei der T-Mobile hatte der Eigentümer eine Mitschuld in der Situation. Das ist ja nicht glaubhaft, wenn ich als Airliner komme und sage, liebe Deutsche Telekom, ihr habt beim Führen der Firma grobe Fehler gemacht, die lachen sich ja kaputt. Wenn ich aber mit jemandem komme, der die Reputation hat, der das mit darlegt, ja, dann hilft das gerade für den Anfang natürlich ungemein. Und heute jetzt nach 9 Jahren traue ich mir das auch alleine zu. Aber das ist natürlich, du musst wissen, wo bist du? Und was brauchst du für ein Umfeld, um eben deine Schwächen zu kompensieren? Ja, Andreas, vielleicht noch, dein Mutterkonzern ist wirklich ein weltweit tätiger, großer Konzern. Es hat auch zuletzt wieder in Amerika einen Deal gegeben. Wie ist das eigentlich als Österreich-Tochter in diesem Konzern mitzuarbeiten? Also, wir sind natürlich von dem Ergebnis her gar nicht, ich sag mal, relevant für die Rundungssumme hinterm Komma, aber doch mehr in der Realität. Warum? Wir waren das Land mit dem größten Umsatzverfall unserer Industrie und wir haben es gedreht. Wir waren das Land plötzlich mit der größten Umsatzsteigerung im gesamten Konzern, prozentuell. Wir waren das Land, in dem der größte Cash-Deal der Deutschen Telekom überhaupt in den letzten 15 Jahren gemacht wurde, mit UPC 1,8 Milliarden Euro. Das heißt, die Attention, die das Ganze im Vorstand hat, was wir tun, wie wir es tun, wie wir Dinge testen, auch als Testmarkt für gewisse Sachen, ist weitaus größer als die rein, wenn man sagen will, bilanzielle Bedeutung. Und demnach ist auch die Verankerung von uns im Konzern entsprechend eine andere und sehr gut gegeben, trotz Österreich. Aber natürlich, man kann mit dem Sympathiebonus von Österreich auch gut arbeiten. Okay, ist ja schön. Muss man auch. Ja, vielleicht zum Abschluss, wir sollten langsam schon zum Ende kommen. Was können wir den jungen Leuten mitgeben? Erstens mal das und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich auch bei Magenta, anzudocken und dort auch seinen Weg zu gehen? Also ich glaube, sind so ein paar Tipps, die ich gerne geben würde. Ich glaube, das Erste ist, man sollte sich nicht krankhaft unter Druck setzen, was die Karriere betrifft.
Ich sehe immer die Menschen, die sagen, ich will aber, und wo ist der nächste Job nach 2 Jahren? Ich glaube, das ist nicht das Erfolgsrezept. Das Erfolgsrezept ist wirklich mit Passion seinen Job einfach zu machen und zu sehen, aber das passiert meistens, wenn der Job relevant genug ist, dass man in der Führung gesehen wird und dann wird man, glaube ich, in der heutigen Zeit nahezu automatisch entwickelt. Und man muss flexibel sein. Viele Menschen träumen davon, Kaminkarrieren zu machen, hochzugehen. Warum nicht mal an die Seite rauszugehen? Warum nicht mal im Zickzack gehen, andere Erfahrungen machen, breit zu werden, Erfahrungen zu sammeln in einer Firma, Kontext Sanierung, dann Kontext vielleicht Startup, Kontext IPO. Es ist ja die Persönlichkeit, die gerundet wird, wo du plötzlich sagen kannst, ich habe situative Kontexte gesehen in einer oder in anderen Branchen. Das macht den Kopf breit. Und wenn man dann noch zeigen kann, ich war dabei, der getan hat. Also nicht nur, der die Slides gemacht hat, sondern ich habe Verantwortung getragen. Umsatzverantwortung als Marketingchef, als Saleschef, was auch immer. Ich gehe sozusagen in die Verantwortung rein, was nicht viele machen, weil beraten ist das eine. Aber zu sagen, ich schlafe jeden Tag mit den Nummern für die Zahlen, für die ich verantwortlich bin, was anderes, das sind, glaube ich, die Rezepturen, die man eher braucht. Und authentisch bleiben. Ich glaube, jeder von uns hat einen Charakter. Es gibt nicht den Prototypen, den Archetypen, der Karriere macht, sondern es kann der ruppige Karriere machen, der elegante. Wichtig ist, dass man aber so ist, wie man ist und sich nicht im Leben irgendwas vorspielt. Und das kombiniert eben mit Arbeit, mit der richtigen Arbeit, mit der Passion, was tun, was entscheiden. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Rezepturen. Und vielleicht als drittes noch das Team. Ich lebe ja, da jeder, ob du jetzt 2000 Leute hast, 10.000 Leute, man lebt immer von seinen 8. Startup auch. Die ersten 8 Mitarbeiter für ein Startup, meine 8 Directs, 6 Directs, die ich habe. Du musst einfach ein geniales Team bauen. Kein Mensch ist in der Lage, Firmen alleine zu führen, die Problemstellung der heutigen Zeit alleine zu durchblicken. Und wer das glaubt, ist sicherlich der Falsche für Karriere. Also du brauchst ein Team von den besten Köpfen, von einem Team, was sich öffnet, wo du outspoken bist, was harmoniert, nicht immer menschlich, aber inhaltlich harmoniert und wo du siehst, du kannst das übersetzen wie ein Reifen beim Auto in Grip für die Firma. Und diese Angst darf man nicht haben, dass irgendwer kommt, der einem vielleicht den Karriereweg mitnimmt, der einem wehtun kann, weil viele suchen eher auch eine Bestätigung, dass sie die Klügsten sind. Also quasi, es darf keiner so gut sein wie ich, weil dann mache ich ja keine Karriere mehr. Mhm. Und das sind meistens die, die dann doch auf dem Weg irgendwann versannen und nicht weiterkommen. Und natürlich sucht Magenta auch gute Leute. Das heißt, wer sich angesprochen fühlt und Lust hat auf unsere Industrie, die aus meiner Sicht viel spannender ist, als sie von außen wirkt, weil wir so eine hohe Technologiedynamik haben. 3G, 4G, 5G, Glasfaser, jetzt Festnetz wieder zu bauen, komplexe Business Cases, wo ich sagen muss, mich begeistert die Telekommunikation auch nach 9 Jahren noch tagtäglich mit der Dynamik, die da ist. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Damit darf ich mich bedanken, dass du gekommen bist. Vielen Dank für das gute Gespräch. Und euch allen wünsche ich euch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Gute. Danke. Spannende Leadership-Impulse, die zum Nachdenken, Diskutieren und gerne zum Teilen anregen sollen. Das war The Young Leaders Circle Podcast. Der Podcast für High Potentials und aufstrebende Führungskräfte. Jeden Mittwoch um 19 Uhr.